Hallo und herzlich willkommen bei Spiel mit mir. Ich habe hier heute eine Feuerwehrspritzpistole mit einer echten Spritzfunktion. Damit kann man spielen, man wäre bei der Feuerwehr. Und das Schöne ist, man kann sich diesen Behälter auf den Rücken schnallen wie einen Rucksack. Das Ganze ist dann mit einem Schlauch mit einer Wasserpistole verbunden. Und mit dieser Wasserpistole, da kann man wirklich spritzen, aber unterschiedliche Strahlfunktionen gibt es, also der Strahl ist einstellbar, ein einfacher Strahl oder ein mehrfacher Strahl, also noch ein bisschen Variation drin und damit kann man wirklich schön Feuerwehr spielen oder sich einfach mal im Sommer naschspritzen. Das Ganze kostet um die 15 Euro und ich werde es jetzt mal auspacken und dann schauen wir es uns noch mal etwas genauer an. So, ich habe es jetzt ausgepackt, das ist von der Marke Klein, geeignet für Kinder ab 3 Jahren. Und man merkt schon, diese Wasserspritze, die liegt sehr fest in der Hand. Und ich drehe es mal herum. Man zieht hier hinten das Ganze raus und drückt das wieder nach vorne. Und dann kommt das Wasser rausgespritzt. Hier ist noch so ein Griff, da kann man das nochmal dran festhalten oder dran tragen. Und hier vorne sieht man 3 Löcher. Und man kann das hier drehen. Und wenn man so dreht, sind die 3 Löcher verschlossen, dann wird das Wasser wohl nur durch die Mitte kommen. Und so ist es geöffnet und es kommt aus allen Löchern. Ich finde, dieses Vor- und Zurückziehen ist nicht gerade einfach. Also für 4-Jährige stelle ich mir das doch recht schwer vor. Aber trotzdem ganz interessant eigentlich. Hier dieser Schlauch, der ist überhaupt gar nicht elastisch. Der ist sehr fest, also er lässt sich leicht biegen, aber er ist nicht gerade weich. Und der führt hier zu dem Wassertank. Und den Wassertank, den kann man sich so auf den Rücken schnallen. Das ist hier angeschraubt und hier oben ist eine Öffnung, da kann man Wasser reinfüllen. Und hier sind Gurte, die kann man auf den Rücken machen. Wenn es ein kleines Kind ist, kann man die Gurte auch so doppelt nehmen. Oder man kann die hier auch noch an den Verschlüssen verstellen. Also die passt, also dieser Rucksack hier passt eigentlich allen möglichen Kindern, würde ich sagen. Kleinen und auch größeren Kindern. Ja, das war schon die Wasserpistole. Ich wollte es euch heute einfach nur mal zeigen. Wenn ihr möchtet, dann führe ich die euch demnächst auch einmal mit Wasser vor. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr daran interessiert seid. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir schon mal einen Daumen nach oben, damit ich Bescheid weiß, dass ihr euch dafür interessiert. Ich finde, dass insgesamt ist es eine sehr, sehr schöne Idee. Ich finde das besser, als einfach nur mit einer Wasserpistole sinnlos rumzuschießen, sondern man kann eben hier richtig mitspielen, dass man Feuer löscht. Ich finde außerdem gut, gerade für kleinere Kinder, dass man diesen Tank mit dabei hat, den man auf dem Rücken trägt. Weil wenn man dieses ganze Wasser jetzt mit an der Pistole hätte, das wäre sehr schwer in den Händen. Dieses Vor- und Zurückziehen, das finde ich nicht gerade einfach, aber auch nicht schwer. Ich denke, das ist auch für Kinder schon möglich. Außerdem ein Pluspunkt ist noch, dass man eben hier verschiedene Funktionen einstellen kann. Es wird also nicht langweilig. Man kann einen einfachen und einen mehrfachen Strahl haben. Nachteil ist noch, dass dieses Kabel hier relativ fest ist. Das ist nicht so, wenn das weich wäre, wäre das Ganze noch ein bisschen handlicher, würde ich sagen. Dadurch ist das sehr sperrig. Also man hat das Ganze auf dem Rücken, dann hat man dieses sperrige Kabel und diese Wasserpistole in der Hand. Das kann sein, dass das leicht ein bisschen unangenehm alles wird. Das ist jetzt aber nur meine Vermutung. Deswegen, das wäre schöner, wenn dieses Kabel so ein bisschen weicher wäre, dass man das auch leichter so bewegen kann, ohne dass man immer darauf achten muss, dass man eben mit der Richtung des Kabels so mitgeht. Also insgesamt super, man kann das auch einstellen, also für Jüngere und für Ältere geeignet. Ich finde, das ist insgesamt sehr, sehr gut und ja, wenn ihr davon eine Demo sehen wollt, wenn ihr wollt, dass ich damit mal Wasser rumspritze, dann schreibt mir das in die Kommentare. Und ja, ich freue mich über euren Daumen nach oben, schaut auch meine anderen Videos und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!